Firma Nägeli ist im 88 vom Hannes Nägeli, meinem Vater, gegründet worden oder übernommen worden. Es war Zimmerei, Bauschreinerei, Hofstetter. Es mit dem Vater zusammen vier Mitarbeiter, wo er angefangen hat. Und er ist dann relativ schnell auf individuellen Elementbau gegangen. Das heisst, der Bauherr oder der Architekt haben gesagt, wie das Haus aussehen soll. Und wir haben dann aus dem Element gemacht. Das haben wir lange von Hand abgebunden gehabt und irgendwann im 98 ist man dann auf die Idee gekommen, Krysimatik, Totsmal hat sie geheissen, für vor allem Balken abgebunden, eben für die ganzen Ständerelemente, für den ganzen Stababbund, den wir halt hier gemacht haben, zu optimieren. Und die Maschine haben wir im 99, ich glaube Ende 99 ist die gekommen. Und hat sehr gut funktioniert, hat sensationell einfache Steuerung drauf gehabt. Man hat nach kurzer Einweisung praktisch jeder können dort anstellen. Es war sehr eine ringe Maschine gewesen. Und jetzt seit Anfang dem Jahr haben wir die dritte Krysimatik, oder eben nicht mehr Krysimatik, jetzt ist es ein MC15, aber halt immer noch von der Firma Krysi. Ja, bis jetzt sind wir wieder sehr zufrieden mit dieser Maschine. Wir bauen die Maschinen auf Kundenwünsche, so wie der Kunde sich das wünscht. Die MC15 kann modular zusammengestellt werden mit unterschiedlicher Anzahl von Aggregaten, was für welche Aggregate der Kunde wünscht. Aber auch die Beschickungsbahn oder die Entschickung bauen wir auf Kundenwunsch, auf Kundenlänge, wie es der Kunde gerne hätte. Durch das spezielle Maschinenkonzept, das die Krysi MC15 hat, mit der stabilen Bauweise und den Aggregaten, die sich bewegen, die mit den Werkzeugen bestückt sind, können wir sehr schnell bearbeiten. Das Holz bewegt sich, während die Maschine eigentlich am Ort bleibt. MC15 Q2 mit zwei Querträgern hat einen Querträger oben und einen Querträger unten. Dadurch können wir von allen sechs Seiten bearbeiten. Also jeweils der Querträger oben kann alle Seiten außer die Seite unten erreichen und umgekehrt. Das macht unsere Maschine sehr flexibel und wir können alle Bearbeitungen durchführen. Wenn man ab Stange bearbeitet, wird das Restholz, das abgeschnitten wird, wieder rechts aus der Maschine ausgeführt und mit der Förderkette wegtransportiert, sodass weiterhin Längsbearbeitungen möglich sind. Damit unsere Maschine möglichst wenig Platz braucht, haben wir sie ganz an der Wand montiert, um für den Kunden möglichst viel freien Platz freizuhalten, den er als Lagerfläche oder zum Weiterbearbeiten kann nutzen kann. Dazu haben wir auch etwas sehr Spezielles gemacht. Wir haben den Schaltschrank, Hydraulikschrank und Pneumatikeinheit und Panel mit allen Ventilen da oben dran über der Kabine installiert, um sehr viel Platz zu sparen dadurch. Wir haben einen maximalen Querschnitt von 650 x 300, was möglich ist. Und die Maschine ist mit 5 Bearbeitungsaggregaten bestückt. Alle können 5-achsig interpolieren. Wir haben einmal ein 2-Spindel-Aggregat mit einem Falzkopf und einem 40er Schrubbfräser. Dann das Sägeaggregat mit der Säge. Und ein 4-Spindel-Bearbeitungskopf, wo man 4 Werkzeuge aufspannen kann. Am 4-Spindel-Kopf kann zusätzlich auch ein Schnellläufer montiert werden, der die Drehzahl von 7000 auf 15000 erhöht. Unsere Werkzeuge von der Leuco, die in der Krysi-Anlage eingesetzt werden, sind darauf ausgelegt, dass sie möglichst hohe Zerspanleistung im Zusammenhang mit den Vorschüben, die die Maschine leisten kann, eingesetzt werden können. Unser in der Schweiz gefertigter Falz-Nutmessenkopf zum Beispiel, das ist ein Grundkörper aus Aluminium, der noch eine zusätzliche Legierung drauf hat, die in der schönen Leuco-Farbe gehalten wird. Die dient aber auch noch dazu, dass wir eine höhere Oberflächenhärte erreichen tun dadurch. Und unsere Anordnungen von der Vorschneiderplatte sind spiralförmig gehalten.
Dadurch können wir den Schnittdruck etwas minimieren und dadurch auch die Standzeiten erhöhen. Unsere Wendeplatten sind nicht bombiert, sie sind aber dreiseitig geführt. Dadurch haben wir eine sehr gute Passgenauigkeit, was auch wieder beim Wechsel von der Wendeplatte zum Tragen kommt. Wir erreichen durch grosse Schnittwinkel und auch durch die Spannräume sehr grosse Zerspannleistung, was man auch braucht im Holzbau. Unser HSS-Schrupper, den wir für die Firma in Zusammenarbeit mit der Firma Krüsi konstruiert haben, hat eine relativ spezielle Aufnahme, hat einen Konus hinten durch. Und wir haben durch die Schruppung können wir die Spann gut brechen und auch gut raustransportieren bei der Bearbeitung. Eine weitere Besonderheit von unseren Werkzeugen ist der Schwalbenschwanzfräser, den wir konstruiert haben und auch in der Schweiz produziert. Wir haben zwei Schneider dran, die die Zerspannung teilen. Also es gibt einen kleineren Schnittdruck auf das Werkzeug wie auch auf das Holz und tut gleichzeitig das Holz noch vorphasen. Und das ist es in einem Arbeitsgang fertiggestellt. Mit dem G5-Sägeblatt von Leuco haben wir ein Sägeblatt für den Abundbereich, mit dem wir sowohl Längs- als auch Querschnitte verwirklichen können. Mit der speziellen G5-Geometrie haben wir verschiedene Vorteile. Wir haben einen sehr geringen Schnittdruck, dadurch haben wir einen sehr leichten Schnitt mit geringen Ausbrüchen, können sehr hohe Vorschübe fahren und haben trotzdem auch noch eine hohe Standzeit der Werkzeuge. Die G5-Säge hat einen Leitzahn und vier Qualitätszähne, die danach für einen sauberen Schnitt sorgen. Im Gegensatz zu Abundanlagen, wo ich oft zwei Sägeblätter im Einsatz habe für den Längs- und Querschnitt, reicht bei der G5-Kreissäge von Leuco auf den Abundanlagen eine Säge, wo ich sehr schnell die Bearbeitung wechseln kann und so optimale Ergebnisse erzielen kann. Die Maschine ist mit Leuco-Werkzeug bestückt dahergekommen und es funktioniert. Es funktioniert gut, wir sind zufrieden mit den Schnittflächen, gerade jetzt bei den Hobelköpfen und so, oder mit dem Schwalbenschwanzfräser. Sehr zufrieden, auch mit der Geschwindigkeit. Und darum hat man da gar nie gross etwas anderes angeschaut. Hast du mal. Also wir arbeiten schon lange mit der Firma Leuco zusammen. Wir haben sehr gute Zusammenarbeit, auch wenn wir neue Werkzeuge entwickeln oder Anfragen haben, spezielle Werkzeuge für spezielle Lösungen. Hilft uns Leuco da immer weiter und sind sehr erfolgreich so miteinander. Darum tun wir auch unsere Maschinen standardmäßig mit Leuco-Werkzeugen ausstatten. Ja, die zwei Sachen, Krüsi und Leuco, funktionieren gut miteinander. Da müssen wir nicht anfangen reinpfuschen und etwas ändern.